Das geht überhaupt nicht. Oder Testo, nee, Dings, Ernährung und so, gute Ernährung. Wir haben jetzt gerade den 28. Wir haben jetzt hier gerade bei unserem Thailänder des 5. Vertrauens gegessen. Hier direkt in der Stadt. Für uns geht es ja am 1. direkt nach Dubai. Dann haben wir auch dieses Wetter nicht mehr hier. Tschüss. Wundert euch nicht, sind jetzt ein paar Tage vergangen. Ich liege seit ungelogen 2 oder 3 Tagen flach. Es hat aber erst gestern angefangen, dass ich einfach im Bett lag. Davor, ich war beim Fitness, ich war da, ich war dies, ich habe alles gemacht so. Aber ich habe immer gemerkt, so ein bisschen irgendwas habe ich mit meinem Magen. Und ich dachte mir, okay, ist egal. Einmal scheiße und das Ding ist durch. Aber ich schwöre, ich bin die ganze Zeit im Bett. Ich bin auch gerade ein bisschen am Koffer packen. Ich habe die eine Seite schon fertig, das sind nur Klamotten. Und ich habe auch keinen Plan, was ich in die Seite reinmache. Einfach, das ist mein Vibe seit 2 Tagen. Ich muss auf jeden Fall meinen Laptop noch mitnehmen. Den anderen Laptop nehme ich auch mit. Auf dem Laptop schneidet dann Nico. An der Stelle Reaction und sowas werden wir auch natürlich nicht vernachlässigen. Jetzt auch wegen Dezember und sowas denke ich auf jeden Fall, dass die ein oder anderen YouTuber mehr Videos drehen. Umso mehr Videos natürlich online kommen, desto mehr Reactions kommen natürlich bei uns online. Ich werde auf jeden Fall jetzt duschen gehen, werde doch ein paar Sachen danach packen und um ca. 18:30 müssen wir dann schon theoretisch am Flughafen sein. Bisschen früher, was heißt bisschen? Flug ist 21 Uhr, es ist 18:30 Uhr da, auf ganz, ganz sicher. Weil ihr wisst, wenn ich im Stress bin, ne, am Flughafen, bei mir ist ganz schlimm. Am nächsten Morgen, ich habe Herpes. Deswegen, das will ich an der Stelle nicht riskieren. Ich merke einfach die ganze Zeit, ich drücke mich gerade unnormal vor diesem scheiß Koffer packen, ne? Ich packe diesen Koffer dahin, ich mache ihn zu und ich will gerade woanders hingehen. Junge, ich muss diesen scheiß Koffer packen. Ich komme da auf jeden Fall nicht bei rum. Ich hole ganz kurz meine Mutter zur Verstärkung. Anne, was an der Stelle natürlich auch nicht fehlen darf, sind Supplements. Ich nehme mein Eiweiß mit und natürlich auch meine ganzen Vitamine. Hast du deinen Pass? Nein, Anne, ich fliege ohne Pass. Kennst du, da ist so viel Müll in meinem Kofferraum. Ich bin so ein Messi. Ich setze mich hinten hin. Anne, dachte, du fährst. So, auf eine gesunde Fahrt mit 4000 Kilometern über dem Service. Schnallt euch alle bitte an. Weißt du, was ich dachte? Wenn wir schon Flughafen fahren, ne, dachte ich, dass ich wenigstens das erste Mal Beifahrer sitzen kann oder hinten sitzen kann. Und meine Mutter fährt aber nicht mal, das kann ich. Weißt du noch, Anne, damals, wenn wir immer in die Türkei geflogen sind, ja, entweder vor der Reise oder nach der Reise ist mir was passiert? Ja, immer. Immer, ne? Und guck, genau jetzt, einen Tag vor Dubai, guck mal bitte, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir von Dubai zurückfliegen. Du guckst, mein Hals ist schief. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zum Flughafen oder ich fahre zum Flughafen. Aber und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich da. Andere Richtung, bin ich falsch gefahren? Scheiße. Wir sehen uns gleich. Adi, tschüss! Ciao. Wir haben uns jetzt verabschiedet. Ich brauche Wasser. Einmal mit Wasser. Leiter Wasser. Wegen, wenn die weg waren. Also ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall schon, weil hier ist sehr kalt und in Dubai wird es warm sein. Zum ersten Mal haben wir keine Leute, die uns ansprechen auf Zeitdruck. Ey, habt ihr kurze Sekunde Zeit, wir wollen euch eine Kreditkarte andrehen. Man bleibt auf den Kosten hängen. See, und Dates mal Ausgang B. Bro, wir wurden aufgerufen. Echt? Ja, Gruppe D. Was? Gruppe D. Auf den, wurde ein bisschen Toleranz ist safe noch da. Wie mache ich das jetzt? Ich bin fast fertig, ne? Wir haben es noch geschafft. 29 Sekunden, dann ist das Video fertig gerendert. Die Schlange wird immer kürzer, aber das ist uns egal. iPad von René. Wer ist René? Wir sind gleich fertig. Ich habe das Video. Joe, du hast so einen Stress gemacht. Ich hätte locker noch 3 Videos geschnitten. Wir stehen an der Stelle, ne, bei den 98.100 Abonnenten. Das heißt, es fehlen nur noch 2.300, dann sind wir bei 100.000. Einer ist mir vor. Ich habe grünen Körper. Moment ab, Digga. Junge, ich sag doch, hätten wir Business gebucht. Wir haben die Hälfte des Fluges eigentlich geschafft. Wir haben noch 3 Stunden 20 ungefähr vor uns. Die Taser neben uns ist auch jetzt wach. Warte, die konnte nicht mal schlafen. Aber ich schwöre, ne, man muss sagen, ich fand diese 6 Stunden gar nicht so krass lange, ne? Ungelogen, ich habe einfach 1:1 gerade Thailand-Vibes, ne? Weil als wir in Thailand waren vor 3 Jahren, war das genauso aufgebaut. Also ich würde hart auf hart, wenn du mich fragen würdest, ich würde denken, wir sind gerade in Thailand. Wetter ist ein bisschen kühler. Thailand war so ein bisschen von der Luftfeuchtigkeit extremer. Kennt sich richtig wie so ein Naturwissenschaftler. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Taxi. Und wenn wir ein Taxi gefunden haben, fahren wir direkt ins Hotel. Ich schwöre, wir sind platt. Auf Ernst. Kennst du Leute, die jetzt extra schauschen? Aber wir können nicht mal gehen richtig. Er hat einfach sein eigenes Auto geditscht. Hi, ne? Der Bruder lernt schnell. We have to go to Fraser's Suits. This Abidjan. Du weißt, ne, durch seinen Innenspiegel, er kann alles sehen. Er kann selbst sehen, wenn du an deinem Schlüssel bist. Was ist das für ein Auto? What is the brand of the car? Bitte? The brand of the car? Lexus. Lexus? Yes. It's very nice. Ey, ich habe immer das Gefühl, dass man irgendwas vergessen hat. Bis jetzt, Feeling ist gut. Also ich finde allgemein, wenn man so im Urlaub ist, ist sowieso mal so eine ganz andere Atmosphäre. Aber bis jetzt gefällt mir das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, weil viele haben wirklich gesagt, ne, Dubai ist so. Die anderen haben gesagt, Dubai ist so. Deswegen, ich werde mich auf jeden Fall überzeugen lassen. Hier ist direkt so Premier Inn, direkt am Flughafen. Thank you. Pack alles drauf, Hamad, ne? An der Stelle, der Bruder heißt Hamad. Yes, sir. Good morning. Good morning. That's our first time in Dubai. First time in Dubai, not first, first time here, but first time in Dubai. Yeah, yeah. This hotel, it gives in Istanbul, you know Turkey? Ah, yeah. In Turkey, yeah, they have Fraser's also Fraser's Hut. Mm-hmm. There we were, waren wir auch, ja?
Ah, okay. Wallah, wie das erinnert mich an Bangkok. Wallah, wie sie Plakat, ne? For three years ago, we was in Bangkok, in Thailand. And the view was, the view? Was the same. Same like this? I think I am here in Bangkok. Kennst du Leute übertreiben? Bruder, Bangkok hat diese, genau diese Türenkel. Kennst du Leute? Bruder, setz dich, chill dich hin. Brauch einen Kopf, Bruder. Schon echt entspannt. Er war doch die ganze Zeit hier, ne? Mhm. Ich glaube, er hat das so gemacht. Ja, und wie gesagt, wenn ihr irgendwas braucht, sagt gerne Bescheid. Wie ist das mit Trinkgeld jetzt? Wollen wir kurz die Roomtour machen? Clickbait, soll ich Titel schreiben, meine neue Wohnung? Du sollst jetzt klopfen, ne? Nee, Bruder. Achso, warte kurz. Ich wollte eigentlich Witz machen, aber es dauert zu lange. Mach einfach. Kommen Sie rein. Wir stehen jetzt genau am Eingangsbereich. Das Zimmer, was wir haben, ist eigentlich relativ klein. Ich sage euch ehrlich, ich hatte es auch gar nicht mehr so krass in Erinnerung, als ich es gebucht hatte. Hier haben wir ein Regal mit zwei Sektgläsern oder Weingläsern, keine Ahnung. Wir trinken ja keinen Wein oder Sekt. Hier haben wir unsere kleine Theke. Hier unten haben wir einen kleinen Kühlschrank, wo eigentlich Getränke sein sollten. Das Gute an der ganzen Sache ist, wir haben genau sogar in unserem Hotel unten haben wir so einen Supermarkt. Das heißt, wir können uns da die Getränke holen und die dann hier kühlen und lagern. Hier haben wir bestimmt Besteck. Perfekt. Aha. Perfekt. Wenn wir direkt reinkommen, ist schon das Badezimmer. So sieht das Badezimmer aus. Ich glaube, Badezimmer ist voll stabil. Also ich finde allgemein dieser Look ist voll geil. Hier haben wir einmal einen Spiegel. Hier haben wir die Toilette. Dann haben wir hier einmal eine Badewanne. Auch entspannt. Ich schwöre, ne, bei mir war das immer so, ich hatte nie eine Badewanne zu Hause. Ne? Sei ehrlich, du hast safer, ne? Ja, ihr Deutschen. Dann haben wir hier einen weiteren Spiegel. Und hier ist eigentlich schon das Zimmer. Also so mehr haben wir eigentlich gar nicht. Also das Hotel ist eigentlich auch wirklich nur da, um zu schlafen. Unsere Betten sind hier. Sind das jetzt... Sind das zwei getrennte Betten? Ja. Ich glaube, das, was alle interessiert, ist der Ausblick, ne? Ich selber bin auch gespannt. Ich muss aber auch sagen, Digga, jetzt ganz kurz, bevor ich euch den Ausblick zeige, ich schwöre, ich feiere das, ne? Das ist zwar kein großes Zimmer, aber mir zum Beispiel würde ich jetzt, ihr wisst ja sowieso, was in Anführungszeichen mein Ziel ist, ne? Dass man zum Beispiel in vielen Ländern, wo man allgemein verreist, dass man da immer eine Wohnung hat, ne? Dass man nicht auf ein Hotel angewiesen ist. Und ich schwöre, mir wird sowas reichen. Wie viele Quadratmeter sind das? 30 maximal. 30, 40. Du hast hier deinen Schreibtisch, da würde ich dann immer arbeiten. Und hier hast du dein Bett und kannst entspannt schlafen. Küche hast du nicht, aber... Und jetzt kommen wir zum Ausblick. Darauf sind, glaube ich, die meisten gespannt. Ich selber auch. Boah, der Ausblick sieht jetzt schon krass aus durch die hässlichen Gardinen. Auf der ganzen Seite. Scheiße, auf den Bildern sah es anders aus. Ey, ich schwöre, ne? Hand aufs Herz. Ich muss eigentlich die Szene aus Bangkok einblenden, damit die Leute das verstehen. Weil nicht jeder hat vielleicht das Video gesehen. Ich schwöre, ich habe Déjà-vus des Todes. Einfach, als wir hier runtergeguckt haben, hatten wir auch so eine große Autobahn. Also so eine große Straße. Also Ausblick ist auf jeden Fall top. Wir werden jetzt auf jeden Fall unseren Akku aufladen. Ein bisschen schlafen. So 2-3 Stunden, 4 Stunden, 10 Stunden, keine Ahnung. Und danach werden wir gucken, was wir machen. Ungelogen, mir ist jetzt einfach viel, viel schlechter geworden. Ich habe einfach herausgefunden, was die Beschwerden sind bei uns. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt. Wir haben einfach Salmonellen oder beziehungsweise Salmonellen, Ansteckungen, Viren, keine Ahnung was. Wir haben bei dem Asiaten gegessen vor ein paar Tagen und ich habe jetzt gerade ein bisschen gegoogelt und alle Anzeichen deuten auf Salmonellen hin. Das heißt, wir haben einfach Salmonellen. Perfekt. Deswegen habe ich halt direkt schlau gemacht und im Internet steht, dass ich Elektrolytenhaushalt decken soll. Deswegen, Nico hat sogar Elektrolyten geholt. Die tue ich jetzt da rein und ich trinke das. Ich wollte eigentlich schon längst schlafen gehen, aber ich schwöre, das ging nicht aus meinem Kopf. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Ich gucke jetzt, wie viel Grad wir haben. Wir haben jetzt aktuell 29 Grad. Ich versuche jetzt gerade noch ein bisschen zu planen, wo man hingeht. Ich muss erstmal gucken, in welcher Nähe wir überhaupt sind. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall wieder. Gut, dass wir funktionieren. Erstmal will ich auch keine Taste drücken. Am Ende. Kennen Sie diese TikToks, wo irgendwann eine Taste drücken, dass dieser Explosionsfilter kommt? Weißt du, was ich mir die ganze Zeit als Frage gestellt habe? Die wollte ich sowieso im Video die ganze Zeit stellen, ne? Bist du schon vegan? Also kennst du das, wenn deine Haare so lang sind, dass du gar keinen Bock hast, die morgens zu machen? Ja. Und du hast hier einen fetten Popel. Kennst du das, wenn du jemanden anguckst und direkt darauf gucken musst? Als hätte er gerade so ein Schild in der Hand, wo steht Achtung, Achtung, und du guckst direkt auf Achtung? So ist das, Digga. Mal gucken, ob wir hier Konkurrenz haben. Ich habe ja mein Portemonnaie verloren und da waren alle meine Karten drin. Und genau jetzt, kurz vor Dubai, an demselben Tag ist halt mein Führerschein angekommen. Und ich habe mir schon überlegt gehabt, dass wir in Dubai vielleicht irgendwas mieten. Muss jetzt kein Auto sein, aber zum Beispiel diese Safari-Buggies, weißt du? Damit könnte man ja auch durchfahren. Ich finde die sogar viel geiler, als wenn man sich ein normales Auto mietet. Hi. How are you? Gut. Ich weiß nicht, was die genommen hat, ne? Aber ich will es auch probieren. Der Vibe jetzt allgemein hier in Dubai ist schon geil. Ich muss sagen, deren Autos sind alle immer sauber, ne? Yo, Danny. Where we drive? Where we drive? Marina Mall. Marina Mall. Also das ist das Zentrum oder quasi das Einkaufszentrum in der Gegend Marina. Soll wohl sehr schön sein. Er meinte auch, da könnt ihr schöne Bilder machen. Bilder machen wir zwar nicht Army Gym, aber Videos können wir da auf jeden Fall machen. Er meinte, also viele Leute, die man flachsen kann, meinte er. Also alles, was man braucht. Und das sind auch sehr schöne Restaurants. Da kann man sehr schön essen. Boah, Bruder, der Look ist krank. Alle. Auf Ernst. Genau deswegen sind wir in Dubai gekommen. Nur für diese Taxifahrten. I saw on the internet which mall has a aquarium. Dubai Mall. Das heißt, da können wir theoretisch morgen. Also Dubai macht bis jetzt, sage ich euch ehrlich,
sehr schönen Eindruck. Man muss aber auch fairerweise sagen, das ist der erste Tag, ne? Mal gucken, wie das jetzt die restlichen Tage sein wird. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Dubai hat sehr viele hohe Gebäude. Ey, krass. Komm kurz mit. Oder Hand aufs Herz, ne? Der Ausblick ist schon heftig. Wie ist eigentlich bei euch in Deutschland Wetter? Das ist alles so unreal los, ne? Ja. Man kriegt das wahrscheinlich auch durchs Video mit, ne? Aber wenn du wirklich vor Ort hier bist, dann kommt das so vor, als wäre das nicht echt alles. Weil es alles wirklich sehr, sehr perfekt ist. Junge, die Leute machen Straßenschilder sauber. Oder in Deutschland kleben die mit Stickern Straßenschilder. Die machen einfach sauber. Wir sitzen jetzt gerade im Casa del Bene. Und das Ding ist, hier kannst du theoretisch essen und du kannst aber auch noch Shisha rauchen. Das ist krass. Also ich rauche zwar keine Shisha mehr, aber für die Leute, die Shisha rauchen, die können halt theoretisch essen und auch direkt Shisha rauchen. Und ihr habt hier alles eigentlich. Fisch, Pizza, Pasta. Der Essen ist gerade angekommen. Der Bruder kann nicht einmal warten. Let's do the Geschmackstest. Ich schwör, wenn man diese Salmonellen hat, ne? Bruder, man hat richtig Appetitverlust auf Ernst. Deswegen achtet wirklich immer drauf, wo ihr essen geht. Ich habe immer gesagt, ist egal, mein Magen kann das ab. Aber jetzt haben wir das gesehen. Mein Magen kann das doch nicht ab. Na man, Test bestanden. Ey, sieht schon krass aus, ne? Wir werden auf jeden Fall jetzt ins Büro. Haben wir noch vom Büro. Ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, im Büro. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich ins Hotel wieder fahren. Ich werde auf jeden Fall schon mal direkt die Reaction-Dinger aufbauen, also Stativ aufbauen und das Setup aufbauen, damit ich Reaction natürlich auch wieder drehe. Danach schneide ich eigentlich schon das Video. Bevor das Video endet, hier an der Stelle seht ihr auch, wo das Geschenk versteckt wurde. Das Geschenk wurde wieder in Hamburg versteckt. Und das Kind schreit voll, Alter. Nur weil du das Geschenk nicht bekommen hast. Für denjenigen, der als erstes da ist, gönn dir das Geschenk. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Um das Geschenk von gestern nochmal aufzulösen, da war ein Amazon-Gutschein drin im Wert von 50 Euro. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, wir haben besseres Wetter als ihr.